Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben uns gedacht, wir sind hier 14 Leute, 7 Vans und es wäre doch mal bestimmt interessant für euch, zu sehen, wie hier alle leben. Und deswegen machen wir heute eine Roomtour durch 6 Vans. Unsere Roomtour, die könnt ihr euch angucken, die haben wir nämlich schon wann anders zusammengeschnitten. Genau. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alle sind ready und aufgeregt und haben ihre Vans super geputzt. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie die Vans jetzt aussehen. Viel Spaß! Ich bin auch gespannt, weil ich habe auch noch nicht alle gesehen. Ja, also das hier ist das Auto von oder der Van von Jakob und Kati. Richtig. Und Kati ist gerade nicht da. Also kurz schon, aber nicht. Ich will also nicht da ist Kati ganz kurz. Genau, und das ist jetzt der kleinste Van bei uns im Camp, ne? Der kleinste Van, man sieht das auch immer auf den Fotos. Im Vergleich zu den ganzen anderen Vans ist es immer so ein kleiner. Und ja, es ist aber alles kompakt, passt alles rein und ist gemütlich hier drin. Habt ihr den selbst ausgebaut? Ja, also wir haben den auch gekauft, da waren noch die Sitze drin und haben dann die Sitzbänke rausgemacht und haben dann halt komplett von null gestartet. Reingemacht und dann alles andere aufgebaut. Und das Ganze hier kam erst später dazu. Also das war vorher alles Liegefläche. Wir hatten eigentlich nur ein Bett drin. Und dann haben wir hier diese Küche reingebaut und noch das Regal, den Kleiderschrank. Können wir gleich auch nochmal reingucken. Cool. Und wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Wie lange sind wir unterwegs? 5 Monate, glaube ich. Also im September sind wir gestartet. Sardinien haben wir erst gemacht und dann sind wir mit der Fähre nach Barcelona und Barcelona dann die Küste runter bis hierhin. Bis hierhin, ja. Also 5 Monate sind es. Ah. Und jetzt geht's bald wieder zurück aufs Festland? Genau, also wir treffen uns mit Freunden in Portugal und da geht die Fähre jetzt leider schon am Mittwoch. Und dann haben wir noch 10 Tage auf Teneriffa und dann von Teneriffa Mitte März geht's dann wieder rüber nach Portugal. Und dann fahren wir einfach Portugal, durch Portugal hoch, spanische Küste und dann irgendwann zu. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Ja, das hoffe ich sehr. Ja, ja, dann zeig uns doch mal, wie hier euer Bett zusammen geklappt wird. Also, genau, also hier das Bett machen wir immer täglich ein- und ausklappen, weil so können wir eigentlich uns kaum drin bewegen, wenn das ausgeklappt ist. Dann räumen wir das hier alles zur Seite, nach hinten. Das besteht aus 4 Polsten. Und die kann man einfach abnehmen quasi, also die sind hier locker, dann schmeiße ich das dahin und das auch und dann schiebe ich das Lattenrost rein. Aber das dauert immer so 2 Minuten, weil es nicht so geschmeidig. Geil. So, funktioniert. Zack. Das Wichtige ist, dass man hier, weiß nicht, ob man das sieht, das ist ganz schön knapp und hier haben wir jetzt so einen Tisch noch gebaut, dass man das ganz dran macht, sonst kann man den Tisch nicht mehr ausklappen. Ja. Aber genau das wird dann ein bisschen schöner irgendwie gemacht und dann cool. Ja, Ball ist ja auch immer am Start und ich habe gesehen, du hast Surfbretter oder ihr habt Surfbretter auf dem Dach, ne? Ja, richtig. Also wir haben als allererstes die Dachterrasse drauf gebaut und da haben wir auch schon oft drauf gefrühstückt, drauf gesessen und haben das jetzt hauptsächlich zum Transport der Surfboards. Ah ja, und ihr habt ja noch die Outdoor-Küche. Küche. Die haben wir noch, genau, weil hier drin ist ein bisschen eng dann mit allem drum und dran, deswegen haben wir uns für so eine Ausziehküche entschieden. Hinten Kofferraum auf und genau, dann zieht man es aus mit so Schwerlastauszügen und kann dann darauf kochen. Cool, ja, das habe ich schon so oft gesehen, finde ich immer mega cool, aber auch sehr windanfällig, ne? Ja, total. Ja. Deswegen muss man es oft auch mit dem kleinen Kocher nach drin verlagern, aber sonst, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, das ist es. Und wie viel Liter Wasser habt ihr jetzt dabei? Insgesamt haben wir haben gestern nochmal aufgefüllt und wir haben jetzt keinen fest eingebauten Tank, sondern haben 20 Liter hier Frischwasser, 10 Liter Abwasser, also eigentlich nur so ein Vorhang vor, und haben immer diese Trinkwasserkanister, füllen wir auf, das sind 8 Liter, 32 Liter nochmal dazu Frischwasser. Das füllt man dann immer wieder da rein und das ist ja wie bei uns, ja, genau. Ja. Und das reicht dann für ein paar Tage. Reicht für ein paar Tage. Ich denke, 4-5 Tage kommt man schon hin. Ja. Und da müssen wir es immer wieder auffüllen. Cool. Aber an sich super, ja. Cool. Ich finde, euer Camper ist so der beste Beweis dafür, dass man auch mit kleinem Camper
super cool reisen kann und dass es nicht nur für ein Wochenende sein muss, sondern dass man darin halt auch wohnen kann, ne? Ja, voll. Also man gewöhnt sich echt schnell dran und man kommt überall hin, muss man auch sagen. Also wir haben jetzt wie mit der Dachterrasse 2,30 Meter, das ist, kommst du überall ja problemlos hin und ja, ist super praktisch. Cool. Also, vielen Dank für den Einblick. Ihr macht noch sauber. Ordentlich, Maja. Sieht ja besser aus wie unser Van. Hier alle übertrumpfen sich hier mit dem Saubermachen. Endlich mal ein Grund. Dann gehen wir zu euch, Lina und Lennart von Gio the Bus. Übrigens die einzigen Vanlifer, die hier mit uns stehen, die auch einen YouTube-Kanal haben. Zumindest einen aktiven. Luna hat ja auch einen, aber da gibt es ein Video zu sehen. Also, wenn Sie diesen Account nicht kennen, folgen Sie. Dieser Account ist gut. Ja, dann kommen Sie mal rein. Tada! Dann habt ihr ja hier erst aus dem Tierheim geholt, ne? Genau, die ist hier, die wurde in einer Mülltonne gefunden. Die wurde wie Müll entsorgt und wurde dann zum Glück aber von Menschen gefunden. Und sie hat auch einen gebrochenen Schwanz. Oh nein. Das war wahrscheinlich passiert, als sie in die Tonne geworfen wurde. Aber jetzt hat sie ja ein schönes Nest zu Hause und ist ein Vanlife-Hund. Gelb ist eure Farbe, ne? Ja, hat sich irgendwie hier so eingenistet, ne, das Gelb. Richtig gemütlich. Das Surfbrett kam irgendwann dazu, obwohl es gebraucht war, hat es gepasst mit der Farbe. Und ja. Passt auch voll gut, so die Farben. Und es hängt nicht nur zur Deko, also wir surfen auch wirklich. Ja, ab und zu mal. Ab und zu mal, ne? Wenn die Wellen passen. Und ich finde es auch voll schön, das habt ihr alles selbst gebaut, ne? Ja, komplett. Das sind alle alte Paletten. Sieht so geil aus. Wir haben versucht, ein bisschen Holz zu recyceln. Die Spüle ist halt eine alte Suppenschüssel gewesen. Unterm Bett ist ein alter Gartenzaun von Lennarts Eltern und auch altes Holz von meinem Papa. Und ja, versucht so ein bisschen schon benutztes Holz zu verwenden, um Ressourcen zu sparen. Voll. Das ist uns sehr wichtig. Ja, genau. Ja. Wir haben auch nicht so einen Wert darauf gelegt, dass alles perfekt ist, sondern dass es halt praktisch ist. Wir haben halt nur mit einer Stichsäge ausgebaut, wir haben zwei linke Hände beide. Aber es funktioniert alles, ne? Wir fühlen uns glücklich und ja. Und wie lange habt ihr ausgebaut? Ein halbes Jahr ungefähr, würde ich sagen. Ich war arbeiten, Lina hat dann schon das meiste fertig gemacht. Als ich von der Arbeit kam, war alles fertig. Cool. Also, Respekt. Alles fertig, Bierchen kalt. Ja. Ja, und jetzt seid ihr, wie lange seid ihr schon unterwegs? Seit April, seit 10 Monaten. Und, fehlt irgendwas im Bus? Gab es einen kleinen Ausbau-Fail meinerseits. Wir haben hier nämlich eigentlich einen ausziehbaren Tisch, den habe ich aber im Stress, weil wir ja los wollten, vergessen und zugebaut. Das heißt, wir haben jetzt zwar hier diesen wunderschönen Sitz, das auch gleichzeitig unser Klo ist, by the way, unsere Trockentrenntoilette. Ja. Sehr praktisch. Und da wäre jetzt der Tisch, den habe ich aber vor lauter Eile zugebaut. Aber ist gar nicht so schlimm. Wir sitzen eh gerne draußen. Ja, wir sitzen voll oft draußen. Ne? Wir können auch den Beifahrersitz umdrehen und dann stellen wir hier unseren Campingtisch in die Mitte, dann sitzen einer auf dem Klo, der andere auf dem Beifahrersitz. Genau. Dann können wir beide zusammen arbeiten. Ja. Cool. Oder wir arbeiten hier am Stehen, das geht auch gut. Wir haben übrigens noch ein extra Gadget in unserer wunderbaren Küche, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar haben wir hier einen Besenstiel und eine ausziehbare Arbeitsplatte. Für extra mehr Stauraum. Mega. Ups. Ja. Ja, es ist halt Kalima gewesen, muss man dazu sagen. Ne? Sehr staubige Luft die letzten 5 Wochen. So. Ja. Und dann können wir nämlich hier beispielsweise schnippeln. Mega. Ja. Und dann steht hier der Kocher und dann haben wir noch mehr Platz. Stauraum ist alles im Van. Voll. Ja, clever verpackter Stauraum. Ja. Gute. Ja, danke. Folgt auf jeden Fall dem Kanal Gio the Bus und bleibt spannend hier. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Hier nehme ich noch ein paar coole, interessante Projekte vor und ich schaue mal bei den anderen wieder rein. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns diesen Einblick hier gegeben habt. Sehr gerne. Und dann lasst euch das Frühstück da schmecken. Ja. Und ja, wir sehen uns nachher draußen. Jo. Bis später. Ciao. Tschüssi. Ja, dann gehen wir mal weiter in den nächsten Van. Und das ist Janis. Van-Bewohner und Maja. Hallöchen. Hallo. Dürfen wir in euren Van mal reinschauen? Ja, ich habe gerade angefangen hier Frühstück zu machen, aber ist nicht schlimm, komm rein. Und da kommt auch Fiete. Der Bewohner. Ja. Der jetzt mal draußen bleibt, weil du bist ganz schön dreckig. Ja, jetzt hat Maja geputzt. Ja, ich. Ja. Hat den Boden geputzt. So, habt ihr selbst ausgebaut eigentlich? Ja, komplett. Alles selbst gemacht? Alles selbst gemacht. Alles. Cool. Und wie lange habt ihr gebaut?
Ich würde sagen, Vollzeit drei Monate. Ja, also. Also wir haben nicht die ganze Zeit Vollzeit dran gearbeitet, wenn man so umrechnet. Wenn man so hochrechnet, waren es bestimmt 3 Monate. Fiete, jetzt hast du dich doch reingesneakt. Na gut, okay. Das ist das Problem mit einem Hund, es ist nie sauber im Van. Ja, aber ist halt aber auch schön, ne? Aber ist trotzdem schön. Vorteile überwiegen ja doch. Auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne einen Hund, aber ich muss Melli noch überreden. Das kriegen wir hin. Ich habe eine große Besonderheit dabei, ne? Ich habe ja schon gesehen, bei Jakob und Kati, die haben Surfbretter dabei. Auf dem Dach, genau. Auf dem Dach. Und ihr habt auch euer Hobby dabei, aber nicht auf dem Dach. Auch auf dem Dach. Die Surfbretter, die haben wir auch dabei. Ja, die haben auch dabei. Aber mehr so provisorisch, nicht so professionell wie Jakob und Kati. Genau. Ne, wir haben unsere Mountainbikes dabei. Krass, eben. Hier in eurer Wohnung. Yes. Auf wie viel? 7 Quadratmeter? Ich weiß gar nicht, ich glaube 6 oder so. Wäre wahrscheinlich schon großzügig 7. Mhm. Ungefähr, 6 vielleicht. Ja. Habt ihr eine Garage mit Fahrrädern? Yes. Wir haben eigentlich alles rund um die Fahrräder gebaut. Was auch der Grund ist, weshalb unser Bett so weit oben ist. Genau. Ja. Sonst hätten wir die da nicht drunter gekriegt. Das war aber von Anfang an der Plan, weil wir auch gerne mal, wenn wir vielleicht irgendwann nicht mehr diese lange Reise machen, wer weiß, gerne am Wochenende auch einfach mal in den Bikepark fahren würden und dann einfach mal gerne die Fahrräder reinschmeißen wollen würden. Cool, ja. Passt ja auch voll gut, ne? Ja. Muss ja nicht alles immer für die Ewigkeit gebaut sein, dass man immer drin lebt. Auch fürs Wochenende ist es ja auch manchmal schön. Magst du mir die mal zeigen? Klar. Dann müssen wir aber nach hinten. Das finde ich auch ziemlich cool hier, dass ihr Fenster in Fenstern drin habt. Das ist unser neuestes ziemlich Gadget. Geil. Ja, die haben wir neu einbauen lassen, weil wir hinten immer nicht so guten Durchzug bekommen haben. Das stelle ich bei uns auch fest. Ja. Oben halt kein Dachfenster haben über dem Bett. Und dann haben wir hin und her überlegt, wir hatten keine Lust, uns das ganze Dach wieder aufzureißen. Und dann haben wir aber diese schönen Fenster gefunden. Richtig cool. Und damit kriegen wir das jetzt richtig gut hin mit dem Durchzug. Ja, und morgens kannst du direkt rauslupen, ne? Genau, hat man hier so eine gute Schiebefunktion. Das ist echt richtig, richtig praktisch. Aber ich muss sagen, das hier ist der wahrscheinlich best sortierteste Van-Keller, den ich jemals gesehen habe. Also ist richtig cool. Fahrräder. Alles hat seinen Platz. Boxen. Alles da, Werkzeug, und ich muss aber auch nochmal darauf verweisen, wie geil ist denn diese Elektrik hier bitte verschraubt. Also so sollte es, glaube ich, bei jedem aussehen. Theoretisch sieht es bei uns auch so aus, nur praktisch nicht. Wir hatten ein bisschen Hilfe, müssen wir dazu sagen. Ja, ist nicht danke, nur auf Jonas. Danke, Jonas. Genau. Ist nicht nur auf unser Mist gewachsen, aber ja, schon ist praktisch, richtig. Dass man es so übersichtlich ist. Bist auch schon oft hier gefahren, ne? Sehr täglich, mehrmals täglich. Nein, in der Praxis... nicht so. Wir haben sie schon oft verliehen, also deswegen hat es sich schon gelohnt. Aber selbst gefahren, muss man sagen, es ist überschaubar. Aber trotzdem cool, die dabei zu haben, weil manchmal braucht man es ja doch. Genau. Ist ein E-Bike dabei, ne? Ja. Geil. Komischerweise will keiner das andere haben. Ja. Und seid ihr zufrieden mit eurem Ausbau? Ja. Also grundlegend schon. Ich glaube, wenn wir nochmal ausbauen würden, dann wüsste man schon so ein paar Dinge, die man anders machen würde. Aber wir können es nicht beklagen. Ja. Wenn man so ein paar andere Vans gesehen hat, so wie jetzt ja gerade auch hier die Roomtour, können wir mal ein paar neue Inspirationen, was man auch gerne umsetzen würde, was man vielleicht beim nächsten Mal noch berücksichtigt. Aber so im Prinzip sind wir sehr zufrieden, funktioniert alles wie es soll und ja. Ja, dann vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Gerne. Immer herzlich willkommen. Da freut sich die Community bestimmt. So, und ich gehe jetzt mal weiter zu zwei Leuten, mit denen wir schon seit 3 Monaten fast reisen. Und zwar zu Luna und Robin. Den Van habt ihr sicherlich schon ein paar Mal gesehen, aber der darf hier natürlich trotzdem in der Roomtour nicht fehlen. Sie brauche ich, aber Sie sind im falschen Van drin. Ups. Ich kann auch gerne diesen Van vorstellen. Kenne ich auch ziemlich gut. Den kennst du auch. Ein zweites Zuhause, ne? Ja. Mittlerweile. Ja, ja, sollen wir mal rüber? Habt ihr Lust? Sí, claro. Ja, dann auf geht's. Ab in den Van von Familie Streter und Blankenstein. Mach hier gerade Action. Bist du hier, machst du einen auf Pfarrer oder was? Ich hab jetzt gleich noch eine Vorlesung. Herzlich willkommen. Ich bin hier gerade live. Oh, ja. Ich auch. Ich dachte jetzt so richtig live. Oh Gott. Ja, so ein Van ist halt nicht nur Wohnzimmer und Schlafzimmer, sondern halt auch Arbeitszimmer, ne? Genau, wir benutzen den eh für richtig viel. Ihr macht hier richtig viel drin. Robin unterrichtet sogar Yoga. Ja, genau. Gerade erst letztens wieder gesehen, wie du hier drin Yoga gemacht hast. Ja, erstaunlich viel Platz, wenn man hier vorne in dem Bereich sich kein Tresen hinbaut oder eine Arbeitsfläche. Ja. Und dadurch haben wir einiges an Raum gewonnen. Ja,
Stimmt, ihr habt zwar eine, aber die nutzt ihr eigentlich so. Genau, wir haben so einen ausziehbaren Tisch halt. Aber wir sitzen eigentlich am liebsten auf dem Boden. Ja. Oder im Bett. Ja. Soll ich die Kamera mal wegstellen? Die ist schon gut aufgebaut. Aber stell sie doch mal weg. Ich weiß nicht, ob ich das danach nochmal so... Ja, lass die doch, also mich stört es nicht. Ach so, ja, wenn die so perfekt platziert ist. Ja, die ist schon echt gut. Die ist perfekt platziert. Lass die so. Lass die so. Ja, ihr habt ja jetzt auch alles selbst ausgebaut, ne? Genau. Wir haben dafür ungefähr 3 Monate gebaut, beziehungsweise hat Robin auch das meiste gemacht. Ja, war viel Arbeit. Jedes Brett ist eigenhändig geschliffen worden. Und dementsprechend ist hier sehr viel Liebe reingeflossen in das genau. Ganze. Voll schön. Ja. Aber auch ohne Vorerfahrung, ne? Ähnlich wie bei uns. Also du warst jetzt kein Schreinermeister oder Sohn sagen, eines Schreinermeisters. Gar keine Ahnung. Du hast einfach gemacht. Also ich habe einfach die Handwerkskunst im Blut. Fantasie. Ja, Fantasie, ja. Ja, gibt für alles Lösungen, ja. Finde ich voll schön, weil euer Van ist auch komplett anders wie alle anderen Vans, weil ihr habt keine Sitzecke, so klassisch, ihr habt keinen Tisch oder... Das stimmt. Wir haben gar nichts. Geh mal raus, dann kannst du das ja, hier genau. Mal besser zeigen. Kannst du es nochmal besser zeigen vielleicht? Man das nochmal sieht, wie viel Raum hier braucht. Ja, wir schlafen im Bett übrigens, jetzt muss ich doch wieder rein, so dass unsere Köpfe da sind und die Füße da. Und dadurch, dass wir die Fenster auch an den beiden Seiten haben, haben wir jeweils noch 10 cm extra Platz. Und so haben wir uns auch noch mehr Platz gespart. Ja. Das Bett ist halt nicht so breit. Weil das ist halt richtig so schön. Das ist ein ganz anderer Aufbau. Finde ich mal voll schön und interessant. Gucken Sie mal, wer ist denn das? Wer ist das denn? Wer sind diese Leute da drauf? Ach Gott, 2021? Ja, das war ein lustiger Tag, Leute. Das sieht man uns auch an, ne? Cool, und aber es gibt jetzt hier ein Update zu Dojo, oder? Yes, wir verlassen den geliebten Dojo und werden anderweitig reisen. Und wir haben 2 Jahre fast jetzt in Dojo gelebt. Und jetzt sind es nur noch 3 Wochen. Oh Mann, Leute. Das ist richtig krass. Ja, aber und dann wir stehen danken neue Abenteuer. Dojo für die wunderschöne Zeit. Ja, genau, es war richtig cool. Wir haben sehr viel 2 erlebt. 2 wunderschöne Jahre mit vielen Eindrücken. Ich meine, wir sind hier gerade schön am Strand, am Meer und das alles nur dank Dojo und unseren Mut, dass wir das alles mit ihm gemeinsam gemacht haben. Er wird richtig vermenschlicht. Ja. Ist ein Mensch, ist wie so ein Kumpel halt. Ja, ne? Ist wie ein Kumpel. Ne? Liefert euch immer gute. Wenn man dann sagt, so, ey, ich muss da mal hin, dann macht er seinen Motor an und los geht's. Ne? Ja. Und dann lenke ich den. Aber halt jetzt sind es halt nur noch 3 Wochen. Das hängt. Ja, das ist schon komisch aus. Ja, ist bestimmt. Ja, aber wir freuen uns. Auch für uns. Wir sind euch immer hinterhergefahren und irgendwann, fährt keiner mehr vor uns. Nee. Ja. Irgendwann fährt man dann kein Autobahn 3 Stunden alleine. Ja. Ja, das stimmt. Naja, das wird anders. Von der traurigen Moment. Ja, wirklich so richtig so. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt den Bogen spannen soll. Ist echt so. Ja, scheiße. Aber cool ist er. Hm? Ja, schön ist er. Also cool ist er und die Leute können ihn ja auch kaufen jetzt, ne? Genau. Ja. Ja. Schon. Kaufen Sie dieses Auto. Aber nur, wenn Sie auf Fuerteventura sind, genau, oder? Genau, also wir werden das Auto hier auf Fuerteventura verkaufen. Wir lassen den dann hier und fahren dann anderweitig nach Deutschland zurück. Und wir schauen einfach mal. Mhm. Ne? Also dann stehen coole Pläne an. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ganz witzig. Aber wir haben auch noch nicht verraten, was wir machen. Wir haben es noch nicht verraten. Das kann aber das kommt aber ich bald. Ich weiß es. Du weißt es. Ja, jetzt nehmen wir euch mal hier in unsere Garage mit, ne? Hier auch nochmal, wie groß das vielleicht auch ist. Hola. Dass man sich auch vorstellen kann, dass man hier ausgestreckt liegen kann, ohne dass man sich einrollen muss. Ja. Und hier drunter, wie man das halt kennt, ist halt so ein bisschen, ne, Abstellkammer, aber gleichzeitig auch super viel Raum, was man immer unterschätzt. Also wenn man sich fragt, wo die Leute alles verstauen, ich glaube, das meiste liegt immer unterm Bett. Ja, das ist eure Essenskammer auch, hast ne? Hast du denn da eigentlich aufgeräumt? Nein. Ja, das ist halt real. Sieht nicht immer so aus, aber oft. Eigentlich sieht es schon oft so eigentlich aus. Immer. Eigentlich sieht eigentlich das immer sehr ordentlich aus, muss ich euch sagen. Ich habe es schon anders erlebt. Da ist schon eine Struktur. Ja, da ist schon eine Struktur ja, drin. Jedes Struktur. Fach hat hier eine Liebstruktur. Ja. Ich würde einfach nur alles reinwerfen. Ja, nee, das sieht man schon, dass Robin da so die Hände drüber hat. Ja. Da passt das schon gut auf. Ja. Cool. Was ist denn das hier? Das ist Nudel. Ach, ich dachte, das wäre Nudel. Das ist so Sachen, die man nicht wegwerfen will, aber dann noch hier im Van. So, ja. Von Layern Kissenpolster. Ah, das war das. Ja. Okay.
Ja, das ist nämlich kaputt gegangen. Und das müssen wir eigentlich noch nähen. Naja, ist auch egal. Wird verkauft mit dem Auto. Genau. Was ja, ganz wichtig ist noch, tragt immer ein wenig Leidenschaft auch in den Pflanzen in eurem Van hinein, denn die bringen sehr viel Sauerstoff und es sieht immer sehr schön aus, wenn man auch an der Küchenzeile haben wir ganz viele Pflanzen, das ist so ein bisschen lebhafter. Zur Not kann man auch welche malen. Oder wie Luna malt welche und das funktioniert auch. Ja, cool. Vielen Dank für eure Einblicke. Gerne. Freuen sich die Leute jetzt bestimmt mega dolle. Ja, das hoffen wir doch. Und ja, vielleicht sitzt ja irgendein Zuschauer demnächst in eurem Van. Boah, das wäre so verrückt. Dann sehen wir den irgendwann irgendwo umfahren. Seht ihr Dojo am Fahren? Wir sitzen nicht drin, ja. Und ihr fahrt gleich hinterher. Ja, genau. Wir schließen uns einfach an. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal weiter. Zwei Vans fehlen noch und dann gibt's endlich Frühstück. Danke, bis nachher. Tschüss. Ja. Voll süß, da laufen sie, die zwei. Da. Man sieht sie ganz leicht. Kannst auch hochkommen. Dann kann, wir können gleich den Strand nochmal abstellen, wenn sie nachher laufen. Also vielen Dank. Es waren zwei Zuschauer von dem YouTube-Kanal. Die haben uns zugeguckt, wie wir auf Gran Canaria waren. Ja, und haben uns jetzt entdeckt. Haben uns jetzt was für die Kaffeekasse. Voll süß. Das heißt? Ja, morgen gebe ich eine große Runde Kaffee aus für alle. Und Tee für später. Auf den Sonntagsmarkt. Das ist doch perfekt. Genau. Also, es ist immer eine wunderschöne Begegnung, wenn man euch dann mal persönlich kennenlernt. Also scheut euch nicht, sagt Hallo und euer Mut wird belohnt, weil wir es einfach genießen, euch kennenlernen. Das hast du schön gesagt. Oder? Das ist richtig schön gesagt. Da ist viel Mut hinter, dass man einfach dann da auch mal hingeht. Das, weil es ist ja was nicht, anderes, ob das selbstverständlich digital ist. Und dann real. Und dann jetzt habe ich eine Fliege auf der Nase. Seht ihr die? Die ist da. Super. Voll süß. Ich bin ein bisschen sprachlos, deswegen mache ich mal weiter und dann müssen nämlich die anderen reden, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen baff von dem. Ja, das war echt richtig. Das war echt süß. Das war echt toll. Na dann, viel Spaß bei den anderen Vans. Bis nachher, zwei. Ja, also der nächste Van heißt Anton. Anton ist 50 Jahre alt. So, hi. Hallo. Ich habe gerade einen Onkel versteckt. Ich auch. Ich habe gerade die Tür so aufgezogen. Ich habe es in Anton reingeschafft. Draußen regnet es nämlich ganz schön dolle. Und deswegen verkrümeln wir uns nach drinnen. Und die zwei kennt ihr natürlich sicherlich schon. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Hallo. Wie lange seid ihr schon in Anton unterwegs? Seit Mitte Juni. Ja, wir haben es im Mai gekauft. Dann kurz 4 Wochen renoviert. Also nicht selbst ausgebaut. Den ersten Van, den wir hatten, den haben wir über 9 Monate selbst ausgebaut. Haben aber dann gesagt, wir wollen nie wieder selbst ausbauen. Nie wieder? Nie wieder. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, auch nicht. So. Und deswegen haben wir lange gesucht und haben dann Anton gefunden. Perfekt. Ja, er war ausgebaut, wir haben ihn quasi nur noch gestrichen, Gardinen dran gemacht, die Polster neu bezogen. Der gleiche Ausbau wie unser erster. Genau, der gleiche Ausbau. Das heißt, den Tisch können wir runterschieben, dann um ein Bett zu bauen. Ja. Aber es ist ein bisschen mehr Luxus, kann man auch sagen. Wir haben so einen warmen Wasserboiler. Standheizung, hier ist unsere elektronische Abteilung, da können wir auch sehen, wie viel Wasser wir noch haben, wie viel Strom wir haben. Und was? 94% zeigt 94% siehst du. Ja, das ist bei so wenig. Und wir haben einfach viel mehr Platz. Ja. Und Stauraum. Und viel mehr Fenster viel auch. Fenster, ne? Sieht voll cool aus. Hell, gemütlich. Genau. Richtig. Und da haben wir noch eine Dusche, kannst du auch einmal reingucken. Dusche und Toilette. Genau. Wenn wir duschen, spannen wir dann noch einen Vorhang auf. Cool. Die raus. Das ist richtig cool. Ein bisschen wie im Wilden Westen hier. Dann könnt ihr rüber zu Jakob gucken. Der kann dann immer schön zugucken, wenn ihr duscht. Ach, Hanna duscht wieder schön. Der ist aber auch ein bisschen länger wie der alte, ne? 15 cm. Nur 15? Ja, das ist verrückt. Krass, was Fenster so ausmachen. Die Schnauze haben wir 1 Meter und der gespart. Alte Van hatte so eine. Und wir hatten im alten Van eine Trennwand dazwischen. Stimmt, das macht auch viel aus. Gesagt. Also, wenn ich muss das mal zeigen, ne? Wenn wir jetzt mal von hier hinten durchgehen, das ist ja richtige Lauffläche. Richtig tanzen. Richtig viel Platz, richtig viel Platz, richtig viel Platz. Hallo. Ja, und wir reisen nicht alleine. Darf man das auch sagen? Ja, na klar. Darfst alles sagen. Wir haben hier noch einen Hund. Dem geht's aber gerade nicht gut. Der hat eine aktuelle Kehlkopfentzündung, aber er ist dabei. Ach, Wilma. Wilma, guck mal, das Fernsehen ist da. Guck mal, das Fernsehen ist da. Yeah, it's auf YouTube. Nee, hier. Oh, süß, ja. Ja, okay. Und wir haben eine Außendusche. Ja. Würde es jetzt nicht regnen, hätte ich euch die auch gezeigt. Ich hätte die auch gerne gesehen, wie du da duschst. Ja, vielleicht holen wir das nochmal wann anders nach. Wie breit ist denn eigentlich euer Bett, wenn ich mir das jetzt mal so angucke? 1,40 Meter in der Breite und 1 Meter
1,90 in der Länge. Das reicht gerade so für dich, ne? Ich bin auch 1,90 ist. Ja, ist knapp für dich. Ja, aber so ein bisschen quer, ja, dann klappt das schon. Und ihr seid jetzt in Anton seit Oktober unterwegs? Nee, seit Juni, aber wir waren halt in Schweden, in Dänemark vorher. Dann nochmal kurz 2 Wochen in Deutschland und sind dann... Ende September? Ja. Ja, so. Die Zeit verfliegt. Ein bisschen in der Werkstatt gewesen, ne? Wir haben sehr viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Wir wurden in der ersten Woche, 5-mal wurde der Ziel gerufen, 4-mal wurden wir abgeschleppt. Standen eine Woche in Frankreich. Jetzt standen wir 4 Wochen hier auf Fuerteventura beim Rammstein Pablo vor der Werkstatt. Ja. Und wir hoffen, dass jetzt damit alles erledigt ist und wir die nächsten Jahre keine Probleme mit unserem schönsten Auto haben. Und falls doch, ist ja das Camp immer dabei. Das Camp ist immer dabei. Ja. Wir haben immer großen Zusammenhalt. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Ja, das finde ich auch immer voll schön. Mega nice. Und jetzt bleiben wir noch ein bisschen auf Huerta und Anfang April geht's zurück aufs Festland, ne? Geht's aufs Festland und dann wollen wir über Portugal langsam zurück. Ja, hoffentlich in die Heimat. In Kolonne. Ja, das wäre richtig cool, ja. Das wär mega. Und dann geht's Anfang Juni wieder nach Skandinavien. Dänemark, Schweden. Geil. Wir versuchen immer den Sommer oben in den nordischen Ländern zu verbringen und den Süden in den südlichen Ländern. Ja, wir waren einmal im Sommer in Griechenland. Es war die Hölle mit 40 Grad. Ja. Oh Gott. Vor allem für den Hund. Ja. Der hat keinen Spaß gemacht. Der ist einfach zu heiß dann. Das ist dann, macht dann keinen Spaß. Nee, genau. Mega. Ja, dann vielen Dank für eure Einblicke. Sehr, sehr gerne. Ich bin sicher, es wird für viele Zuschauer richtig cool sein, hier mal reinzugucken. Ja. Und sich Inspiration zu holen für einen eigenen Ausbau vielleicht. Falls ihr Fragen habt, fragt. Okay. Ja, dann gehe ich mal rüber zu Torben und Evke zu unseren anderen Nachbarn hier und schau mal, was die da so machen. Die reisen nämlich mit Kind. Bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Und Hund. Und Hund. Und Schwanger. Und Schwanger, oh mein Gott. Oh, ich wollte aber nicht zu viel spoilern, das wollten wir vielleicht selber erzählen. Volles Paket da drüben. Okay, also bis später. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Hey! Da komme ich gerade richtig. Kommst du gerade richtig? Ich habe mich schon gefragt, wo du bist. Ja, die anderen, die haben so viel zu zeigen gehabt. Hallo! Hallo, das Foto, ein Video. Der Kameramann ist da. Ja. Der meinte gerade, das Fernsehen ist da. Das Fernsehen ist da, ja. Sieht auch ein bisschen so aus. Ja, das ist hier Evke. Hallo! Hi. Torben und Gretje. Gretje will auf Tour. Gretje geht auf Tour? Jo. Okay, und du zeigst uns hier mal euren Van. Gretje, willst du? Und der Dicke ist auch irgendwo, ne? Der Dicke macht Pause oder ist irgendwo unterwegs, ich weiß es nicht. Muss man sagen, der Dicke ist ein Hund? Ja. Genau. Wir können ihn gleich mal holen. Ja, aber ich bin hier. Wo ist der Dicke? Ah, er ist vorne, macht Pause. Guck mal, da vorne ist er. Ja, ich habe gerade schon verraten, dass ihr mit Kind, mit Hund und schwanger reist. Und schwanger, genau. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr so lange in diesem Camper reisen. Nee. Ja. Denn bald starten wir ein neues Projekt. Braucht und ein bisschen für alle, mehr Platz, die das ne? sehen. Dieses schöne Auto ist auch zu verkaufen demnächst. Mhm. Wir sind noch bis Ende März. Ja. Hole ich dir gleich. Wir sind bis Ende März noch unterwegs und dann kaufen wir einen amerikanischen Schulbus. Jo. Geil. Ist schon angezahlt. Ja, müssen den eigentlich nur noch in Deutschland angucken und gucken, ob es wirklich so ist wie beschrieben und dann wird er direkt mitgenommen. Geil, also wenn sich jemand interessiert so für einen Van-Ausbau aktuell, dann unbedingt bei euch reinschauen. Auf jeden Fall, auf alle Fälle. Auch mal was anderes als ein Kastenwagen. Ja, genau. Wir, wir wollen mal was Neues machen. 12 Meter Platz für Fantasie. Ja, echt. Sprich das nicht aus. Das wird so geil. Wir haben schon Melli hat auch schon vorhin so fantasiert. Da habe ich gesagt, Schatz, sie können sich hinten 2 Meter eine Garage reinbauen. Da können Fahrräder rein, Roller rein, alles rein. Dachterrasse 12 mal 2,5 Meter. Geil. Und absoluter nächstes Jahr Traum. Treffen wir uns dann alle wieder hier. Nee, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr. Dieses Jahr im Winter. Ja. Und wenn es dann so windig ist wie jetzt, gehen wir alle bei euch rein. Ja, genau. Kaffee-Mehrwert. Kaffee-Mehrwert, Siebträgermaschine. Geil. Ja. Jo. Ich lieb's jetzt schon. Ja, der hier steht jetzt zum Verkauf sozusagen. Exakt, ne? Ja, also jetzt noch nicht, aber sobald wir in Deutschland sind, werden wir es natürlich alles nochmal detailliert aufschreiben und dann auch bei uns preisgeben und dann steht er zum Verkauf. Aber hier haben wir jetzt auch fast 2 Jahre richtig gerne die meiste Zeit drin gelebt. Jo,
klar. Und hängen sehr an unserem Zuhause. Ist auch sehr schön. Es wird sehr, sehr schwer, ihn abzugeben, auf jeden Fall. Ja. Ja, und ihr habt einen richtigen Luxus auch, ne? Selbst ausgebaut. Ich habe mich das damals nicht getraut. Ihr habt eine Dusche. Ja. Exakt, genau. Wir haben eine Dusche und wir haben auch warm Wasser. Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Also nicht eine kalte Dusche, sondern genau, warmes Wasser. Wir haben uns damals entgegen aller anderen dazu entschieden, keine Dieselstandheizung, sondern eine Standheizung über Gas einzubauen. Ja, alles wird selbst hier gemacht. Ja. Fertig. Bitteschön. Ey, wieso kann ich bei euch stehen? Wie geil ist denn das? Bei mir fehlt so, bei mir muss ich so stehen. 1,92. Ja, der hat der hat 1,98. Würdet ihr das genau so nochmal wieder ausbauen? Also jetzt. Also das fragen tatsächlich ganz, ganz oft Leute und wir haben bis jetzt jedes Mal gesagt, wenn wir den Wagen wieder kaufen würden, würden wir es exakt genauso machen, weil wir es einfach für uns perfekt ausgebaut haben. Ja. Wir haben so lange überlegt damals. Wir haben tatsächlich, ich habe am Anfang das Grundgerüst schon einmal gebaut und habe dann alles nochmal wieder rausgerissen, weil wir am Anfang da den Kühlschrank geplant haben, da wo jetzt unsere Schränke sind. Und dann haben wir uns nochmal umentschieden und jetzt ist es wirklich perfekt. Ja. Und wir sind richtig happy. Auch mit viel Liebe zum Detail, ne? Jo. Ja, genau. Also wir haben uns echt Mühe gegeben. Kommst du hoch zu mir? Komm. Und ja, sehr gut. Aber wir wussten, es ersetzt halt auch unser Zuhause und dann will man das ja wirklich genau so haben, wie man jeden Tag hier reinkommt und denkt, ja. Das ist das, wie ich leben möchte. Jo, voll. Und das haben wir für uns irgendwie echt perfekt erreicht, ne? Absolut. Also voll gut. Ich bin auch so auf euren zweiten Ausbau gespannt. Ja, wir auch. Genau. Ich bin da so richtig, ich freue mich da, glaube ich, so, wie wenn ich selbst ausbauen würde. Ja. So, du darfst gerne helfen. Ja. Wir haben schon zu Melli gesagt, wenn wir in den Norden fahren, kommen wir gerne mal vorbei. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir haben für die Überbrückungszeit auch ein Gästezimmer. Also, Gästezimmer und warme Dusche sind voll gesichert. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Warme Dusche ist immer gut. Ja. Guck mal, da ist das Bett, gell? Genau, da ist das Bett. Da unten drunter ist unser ausziehbarer Tisch. Ja, zieh mal aus, den Tisch. Nee, das nicht. Das ist unsere Wäscheklappe. Oben drüber, der Tisch. Einmal kräftig. Ja, kann David dir kurz helfen. Ah, jetzt. Magst du weiterziehen? Sehr gut. Cool. Genau. Das finde ich geil, ne? Das war uns halt super wichtig, dass wir sowohl ein festes Bett als auch eine feste Sitzgelegenheit haben zum... Ja. Und da unten drunter, unter dem Tisch, ist so nämlich eine kleine Höhle und da schläft dann nachts der Dicke und fühlt sich wohl und hat genug Platz und... Genau. Ja, Raum. Stauraum einfach. Genau. Clever verpackter Stauraum. Ja. Richtig gut. Hier auch, das finde ich mega schön, ne? Mit während des Bauens ist das so entstanden, weil ich dachte, dahinter ist noch so viel Platz. Ja. Eigentlich wäre es cool, da so ein kleines Bücherregal für die Kiddies zu machen. Ja. Und es hat sich total bewährt. Ja. Mega. Ja. Mega cool. Ja, vielen Dank für den Einblick. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Mega schön, auch hier, ne? Das sehe ich auch manchmal so bei. Ihr habt auch die ganzen Fugen. Ihr seid ja richtig so. Ja. Alles verfugt, ne? Ja. Das ist auch Arbeit, ey. Was hast du da benutzt? Weil manche Sachen gehen ja dann auf. Ich höre ja von voll vielen Leuten, ich glaube, ich habe Acryl benutzt, weil Acryl ist ja überstreichbar. Im Gegensatz zu Silikon ist Acryl überstreichbar und darum habe ich Acryl benutzt, genau. Das ist unser Schlüssel. Ja, der Schlüssel hängt. Ja. Genau. Du bist eine Süße. Ja, hallo, hallo. Cool. Ja, dann gehe ich mal was frühstücken, mir grummelt der Magen. Mach mal. Ihr habt ja schon alle was gefuttert, ne? Ja, ja, wir sind schon durch. Wir haben die Zeit überbrückt. Ja. Guck mal hier. Alle hier. Coolsten Van. Bei uns hier am Van, weil ja woanders war ja Action und Melli hat hier schon was zu essen vorbereitet. Ich habe schon lange gefrühstückt, sorry, ich hatte so Hunger. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Ich persönlich finde es immer sehr cool, in anderen Vans reinzugucken, was die so gemacht haben oder wie die diese kleinen Räume gestaltet haben. Ja, alle auf unterschiedliche Art und Weise, aber das soll euch eigentlich nur zeigen, dass es irgendwie immer geht. Egal wie man es macht, man kann es nur sich selbst recht machen. Und Hauptsache man selbst fühlt sich wohl in seinem eigenen Van. Und auch nochmal danke an alle, die mitgemacht haben für die schönen Einblicke. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr es uns irgendwie mitteilt, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank. Ihr müsst uns nicht unbedingt 20 Euro spenden, so wie die beiden gerade. Aber es ist natürlich immer schön, euch persönlich zu treffen und von euch was zu erfahren. Deswegen haben wir uns jetzt einen schönen Samstag. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video.